Nun bleiben Sie mal ganz ruhig. Worum geht es denn? Es ist echt schlimm. Was soll ich bloß machen? Ich vergesse immer alles. Und seit wann ist das so? Seit wann ist was so? Also den Papageien müssen Sie verzollen. Was, echt? Ja, da gibt es strenge Bestimmungen. Hier steht's, ein Papagei lebendig 250 Euro. Was, so viel? Ein Papagei ausgestopft zollfrei. Hey, also Leute, macht bloß keinen Scheiß. Das gibt's doch nicht. Gleich ist es 1 Uhr und er ist immer noch nicht da. Na, der kann was erleben. Mitten in der Nacht? Sag mal, geht's noch? Weißt du, was mir überhaupt nicht passt? Also Größe 36 wäre jetzt sicherlich die falsche Antwort, oder? Du, gestern haben wir uns richtig gestritten. Mir fiel dazu echt nichts mehr ein. Am Ende habe ich einfach nur noch gesagt, weißt du was, du kannst mich mal. Ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Und, hast du ihn vor die Tür gesetzt, rausgeschmissen? Nö, ich habe einfach das Licht ausgemacht. Chef, darf ich heute 2 Stunden früher Schluss machen? Meine Frau will mit mir einkaufen gehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Danke, Chef. Ich wusste, Sie würden mich nicht im Stich lassen. Herr Schmidt, Ihr Husten ist ja sogar noch schlimmer geworden. Ich hatte Ihnen doch extra diesen Hustensaft verschrieben. 3-mal täglich 1 Löffel. Stimmt, ich habe ja auch versucht, den Saft zu nehmen. Aber der Löffel passte nicht in die Flasche. Ist dir mal aufgefallen, dass du mir nie richtig zuhörst? Nö. Ist aber so. Ach übrigens, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Wenn du mich so fragst, die Scheidung. Ach, so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Ich bin seit 10 Jahren verheiratet und liebe immer noch dieselbe Frau. Na, das ist doch wunderbar. Finden Sie? Also wenn meine Frau das erfährt, bringt sie mich um. Egal. Entschuldigung, was ist denn hier los? Keine Ahnung. Der Letzte, der es angeblich gewusst hat, ist vor 5 Minuten gegangen.